Ja, hallo und recht herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Euro Truck Simulator 2. Ja, und wir fahren immer noch für unsere eigene Firma. Besser gesagt, noch haben wir sie ja nicht. Aber wir wollen sie ja irgendwann mal eröffnen. So, dann machen wir mal schnell, genau, Fuhre raussuchen. Ja, dann nehmen wir doch gleich mal die erste hier oben, Rostock Erfurt. Ui, Panzer für 13.000. Na, aber... machen wir doch 48 Tonnen. Ist zum Panzer nee, noch schwerer. Bin der Meinung, ein Panzer ist viel, viel schwerer als nur 48 Tonnen. Hm. Ja, das war mein Lenkrad. Na, gucken wir doch mal. Versteckt ist er. Aha. Dann wollen wir mal. Na, Erfurt. So, mal gucken, dass da nichts kommt. Wartest du? Du wartest, oder? Hopp, wir sind ja schon fast im Gegenverkehr. Ja. Alles okay? Gut. Naja, solange es nicht knallt, geht's ja immer noch. Klingt auch gut. Auch da fahren wir nach Erfurt. Mitten in der Nacht. 4:06 Uhr. Jawohl. Ja, den soll ja keiner sehen, den Panzer. Ist ja geheim. Also irgendwie ist dieser Soundmod ein bisschen komisch vom Klang her. Meint er Nero? Okay. Naja, gut. Wenn es so sein soll, dann soll es so sein. Na, ob wir da noch hochkommen? Na komm, schaffst du. Komm, Junge. Na siehst du, geht doch. Ja, und dann müssen wir dann nach dieser Runde mal gucken, ob wir nicht doch schon einen LKW bekommen. Das müsste eigentlich machbar sein jetzt. 51.000? Mal gucken. Ich glaube, da wir ja den Volvo im Hintergrund haben, müssten wir direkt mal umstellen auf Scania, damit wir beim Scania LKW-Händler einen LKW kaufen können.
111 Kilometer noch. Schloss Güstrow. Das ist toll. Ja. Ja, sieht doch schon mal herrlich aus. Das Wasser da drüben rechts, der Nebel. Perfekt. So, und wir sind schon mittlerweile bei 90. Hoppala. Wir wollen es auch nicht übertreiben. So. 82. Locker. Passt. Wir müssen nur hoffen, dass keiner unter die Plane guckt, weil der Panzer ist ja heim. Der ist ja heim. Räusper. Jo, dann müssen wir gleich mal die Spur wieder wechseln, wa? So wie es aussieht. Dürfen, wechseln, dürfen. Ja, frei ist ja. Mal einen Blick auf die Fracht werfen können. So, gerade. Ui. Was haben wir denn jetzt hier für eine Sehenswürdigkeit? Ein Museum. 30-jähriger Krieg, aha. Dafür gibt es auch ein Museum. Okay. Ja, fand man nicht alle so erfährt hier auf einer Computer-Map. Also irgendwie hört sich dieser LKW an, als wäre da irgendwas kaputt im Getriebe oder so. Also irgendwie klingt der merkwürdig. Na, da haben wir schon mal den nächsten mal schön auf einer Sehenswürdigkeit. Oder entziffern können. Aber mit einem Pferd. Neustädter Gestüte. Ah, okay. Ja, die Bauern sind auch fleißig. Diese Traktoren immer nur an ein Spiel erinnern, an den Landwirtschaftssimulator 2013. Die ganzen Deutsch-Traktoren, die hier rumstehen. Na,
ja mal gucken, vielleicht mache ich auch irgendwann mal noch eine Folge mit dem Landwirtschaftssimulator 2013. Den habe ich nämlich auch. Mal gucken. Weil im Moment habe ich noch nicht so den Reiz dafür. So, ja. Was? Unfall verursacht? Wo? Jojo. Kann ja mal passieren. Ja, man sollte doch vielleicht in den anderen Spiegel gucken. Aber was kann ich dafür, wenn er so weit auf meinen Hänger fährt? Dann muss er halt Mindestabstand einhalten, ne? Schwa. Und schließlich habe ich ja hinten noch eine Warnleuchte. Ein bisschen überbreit habe ich auch, also muss man mit ein bisschen mehr Abstand halten. Dann passieren noch keine Unfälle. Aber nein, er muss mir fast auf den Hänger krauchen. Ja, dann passiert halt sowas, ne? Tja, Pech. Ein gutes auch Pech für uns, weil wir haben jetzt wieder weniger Geld in der Tasche. Schon wieder ein Schlagloch. Jo, dann haben wir da mal wieder ein schönes Autobahnkreuz. Was macht ihr jetzt da für eine Übung? Gabrioli. Ist das nicht noch ein bisschen zu kalt dafür? Oben ohne zu fahren? Können uns dann mal wenigstens mal nebenbei noch eine Tasse Kaffee gönnen. Nur noch ein bisschen auf den Verkehr achten hier. Und die Polizei. Hoffen, dass sie nicht kontrollieren kommen. Sechs Ladungssicherungen, nicht wahr? Wir haben nämlich nicht geguckt, ob die Ladung richtig gesichert ist. Teuer. Aber ich glaube, das wird richtig teuer, ne? Ich hätte mal so eine Reportage gesehen, aber die dürfen richtig hinblättern dafür, wenn die Ladung nicht richtig gesichert ist. Oder fehlende Sicherungen sind. Freistaat Sachsen. Land von Welt. Na denn. Aber ich hab so das Gefühl, ich bin der Einzige, der mit einem Hänger durch die Gegend fährt. Ich
kommen mir ja alle Solo entgegen oder fahren Solo vor mir. Wieso haben die alle keine Hänger? Ich dauert im Busch. Oh doch, da war einer mit Anhänger, mit Trailer. Bin ich doch nicht ganz alleine mit. Jo, machen wir wieder ein bisschen Jagd eben hier. Da kommt noch einer mit einem Trailer. Na, bin ich ja doch nicht so alleine. Irgendwie hatte ich immer das Gefühl, ich bin ganz alleine mit einem Trailer, der hier unterwegs ist. Alle fahren sie ja solo, du Ski. Na gut, dann fahren sie halt doch nicht alle solo. Da waren es ja nur noch 152 Kilometer bis nach Erfurt. Sehr geehrte Fahrgäste, wir erreichen Erfurt in 2 Stunden 22 Minuten. So, dann müssen wir mal gucken, dass hinter uns nichts ist und wir nicht schon wieder einen Unfall bauen. Na, gib Gas mit deinem Gäfer. Er gibt das. Er gibt alles. Mit seinem Käfer. Ein Dodge Charger. Schönes Auto. Jo, Meister, den kannst du hier direkt gleich bei mir vor der Haustür abstellen. Ah. Was haben wir denn jetzt hier? Arsche. Arsche noch irgendwas stand da.
Ja, dann müssen wir doch gleich mal gucken, ob wir nicht doch noch mal so eine schwere Fuhre bekommen. Damit die Kasse ein bisschen voller wird. So, mal abbremsen hier. Uiuiuiuiuiui. Langsam. Da. Nur nicht hängen bleiben hier. Ja, tut mir leid, Kollege da hinten, aber du siehst ja, was ich geladen habe, ne? Das dauert dann. Berg hier oben. Ist halt so, Kollege. Euroline Business Class. Ui. Naja. Schicker Bus. Tja, und wie ist jetzt mein Tower ausgefallen? Ja, ich sag doch noch nur Kamera. Vorhin hat er noch was angezeigt. Unser Digital-Tacho da unten in der Mitte. Na gut. Jo, wie viel Grad haben wir denn draußen? Oh, 22 Grad. Sagte. Ja, 48 Tonnen am Schieben sind am Schieben, ne? Dann hat man auch keine Chance mehr. Jo, sehr geehrte Fahrgäste, wir erreichen soeben Erfurt. Na, wo willst du hin? In Erfurt. Wir waren noch nicht schon in Erfurt. Waren wir nicht schon mal in Erfurt? Nein? Okay. So. Übrigens schöne Werbetafel, muss man ja sagen. Aber $2, hä? Okay. Thank you.
Das ist schlecht. Wir sehen es ja da rot leuchten, okay. Ich glaube, es ist grün. Ja, genau, hier müssen wir sogar rein. Und rein, komm mit der Ladung. Ui, da steht auch was Großes, Schweres. Na gut, meine Lieben. Ich sag schon, meine Lieben. Ja, und das war dann auch wieder mit dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen bis hierher. So, Moment. Ja. Wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Abo da, einen Daumen da. Und wie gesagt, ihr könnt auch das Video gerne kommentieren, was euch gefallen hat, was euch nicht gefallen hat. Was ich besser machen kann, was ich besser sein lassen sollte. Und ansonsten bis dahin, euer Lumpi. Ciao, ciao.